Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von King of Thieves hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Im letzten Video habe ich ja was nicht ganz so verstanden und zwar war das mit den Verliesen und mit den Juwelenminen. Ich wusste am Anfang nicht, dass es in diesem Spiel auch Juwelenminen gibt. Ich dachte immer, man muss sich hier alle Juwelen von Gegnern klauen, aber es gibt hier auch Juwelenminen. Denn im letzten Video musste ich ja ein neues Verlies suchen und da habe ich mir dieses freigeschaltet, wo jetzt 1 Stunde und 23 Minuten steht. Und am Anfang war ich komplett verwirrt, weil ich da nicht einziehen konnte. Aber es hat sich ja auch im Ende vom Video dann herausgestellt, dass ich da falsch gelegen bin. Also ich bin da auch noch im Video drauf gekommen. Einige von euch haben aber schon die Kommentare geschrieben, hey Danny, das ist eine Juwelenmine, da kannst du nicht einziehen. Also Leute, immer die Videos bis zum Ende schauen, denn es hat sich ja eigentlich dann aufgeklärt. Aber trotzdem vielen, vielen Dank für die vielen Kommentare, wo ihr mich darauf hingewiesen habt. Auf euch kann ich mich natürlich verlassen und ihr helft mir da sehr, 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 sehr viel weiter. Ja, was wird heute noch passieren, Leute? Wir werden uns dieses coole Angebot holen von der, ja, die Königstruhe hier, denn ich habe euch gefragt, ob das gut oder schlecht ist und ihr habt alle geschrieben, ja, Danny, hol dir das Angebot und dieses werden wir noch holen heute, also unbedingt dranbleiben. Wir erhalten hier 250 Orbs, erhalten die nächsten 30 Tage jeden Tag 30 Orbs und ja, jeder zweite Dreh beim Zurückholen ist auch kostenlos für 30 Tage und alle Fallenarbeiten beim Verbessern auch noch 30 Tage. Und das um 3,49 € finde ich eigentlich ein recht gutes Angebot, wenn man bedenkt, dass 250 Orbs und wo 50 auch noch gratis sind, also 300, 6 Euro kosten. Und beim anderen hat man, wenn man das hochrechnet mit den 30 pro Tag, hat man 900 plus 250, also 1200. Und die würden so fast 20 Euro kosten. Und das ist dann schon richtig, richtig krass. Aber Leute, genug geredet. Ich werde jetzt gleich mal einen Gegner suchen und den überfallen. Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir hier noch einen Juwel bekommen. Und das sieht eigentlich richtig, richtig gut aus. Für was der unten so herumtanzt, keine Ahnung. Man muss hier, glaube ich, nur... Kann man hier... So, okay. Das war eigentlich leicht. Das war ziemlich leicht, muss ich sagen. Fehlerlos. Und wir bekommen auch seinen Juwel. Ich hoffe, er holt sich den nicht zurück dann. Und ja, hier könnten wir eigentlich beschleunigen. Hier sind ja schon zwei drinnen. Und ich habe ja letztens auch zu früh hier... Ja, ich habe hier immer wieder Juwelen gecraftet, ich sag's mal so. Und irgendwie habe ich mir gedacht, ja, das ist egal. Aber die Flasche ist hier nicht voll geworden, die hier links neben ist. Und das war dann ziemlich blöd. Denn ja, ich habe da eigentlich ziemlich viel gecraftet und das, ja, hat sich dann nicht so wirklich ausgezahlt. So, starten wir gleich mal und das machen wir auch gleich. Orbs sind, wie gesagt, zum Ausgeben da und ich will nicht, dass mir hier irgendwas gestohlen wird. Und jetzt ist auch diese Flasche voll. Wir bekommen jetzt plus 780. Aber die Flasche hat halt nur Platz für 1200. Ja, das sammeln wir natürlich gern ein. Da drehen wir nicht nochmal. Und ja, so, die ist jetzt voll. Und wir bekommen jetzt wieder ein paar Belohnungen für die Rezepte, die man ja dann herstellen kann. Sowas habe ich noch nicht hergestellt. Da bin ich wirklich noch überfragt, was das anbelangt. So, wähle eine Belohnung. Ich will diese hier. Okay, 10 Kerzen oder was das sind. Und dann auch noch das. Sieht recht interessant aus. Wir nehmen das, wie gesagt. Ich kenne mich hier mit diesen Rezepten überhaupt noch nicht aus. Ich kann eigentlich auch noch nichts herstellen, weil das alles noch viel, viel mehr kostet. Ah, das könnte ich herstellen. Zauberhaftes Rezept. Aber ich warte noch, Leute. Was ist denn hier das Beste oder was ist sehr nützlich? Schreibt es nochmal in die Kommentare, denn es gibt hier eigentlich viel. Okay, diese Tränke helfen mir ja beim Einbruch. Na gut, Leute. Wie gesagt, das Spiel, ich finde es sehr, sehr umfangreich und ich werde jetzt keine Juwelen craften, denn ich will nicht, dass mir dieser 17.000er Juwel hier gestohlen wird. Und wir sind hier in der Steinliga schon auf Platz 5 und wir würden hier, glaube ich, aufsteigen. In 15 Stunden würden wir hier aufsteigen, also gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, Gilde, Leute. Viele von euch haben mir schon eine Gilde erstellt, aber ja, es ist halt blöd, wenn ich dann einer beitrete und der andere dann vernachlässige, die auch schon eine Gilde erstellt haben. Deswegen werde ich so lange spielen, bis ich mir selber eine erstellen kann. Sorry dafür, wenn ich hier keiner beitrete. Aber Leute, genug geschwafelt jetzt. Wir werden uns jetzt das Angebot holen mit den 250 Orbs und noch auch den anderen coolen Dingen um 3,50 €. Und deswegen werde ich hier kurz die Fensteraufnahme ausschalten, Leute. So, und Leute, hier steht schon, du bist jetzt startklar, dein Kauf war erfolgreich. Finde ich cool, deswegen drücken wir hier gleich mal okay. Hier steht auch danke, wir bekommen gleich 251 Orbs und ja, wir bekommen jetzt auch noch jeden Tag 30 Orbs und das ist schon cool. Anscheinend heute noch nicht oder vielleicht erst später. Und deswegen werden wir hier gleich mal zurück in unser Verlies gehen.
Oh, und da ist gleich noch ein Spezialangebot. Aber schauen wir mal, das dauert nur eine Stunde. Ich glaube nicht, dass ich mir das holen werde, denn sonst ziehen mir die noch das ganze Geld hier aus der Tasche. So, hier werden wir gleich diese zwei Juwelen raufgeben, Start drücken und dann gleich mal wieder uns das Ganze holen. Ja, sammeln wir ein 21.000 und hier ist schon wieder die Flasche voll. Das heißt, wir können uns gleich nochmal was, also einiges an Zutaten holen. So, was haben wir hier? So, wähle deine Belohnung. Lalalala. Welche nehmen wir? Wir nehmen diese Truhe. Okay, das sieht eigentlich sehr selten und sehr gut aus, wenn man nur eines davon bekommt. Und 30 mal diese Haselnüsse. Sieht nach Haselnüsse aus. So, wir werden gleich mal hier auf diese Kampagnenkarte gehen. Ich nenne es mal so. Da sind wir jetzt auf Stufe 16. Wo seid denn ihr schon, Leute? Schreibt es mir nochmal bitte in die Kommentare. Und schreibt mir auch in die Kommentare, ob ihr euch dieses Startangebot geholt habt. Weil ich finde es halt, ja, schon sehr günstig. Komm, einen Versuch habe ich noch. Nein! Was ist jetzt los? Kostet das jetzt Orbs? Okay, dann holen wir uns halt nochmal Orbs. Okay, ja super, beim letzten wieder. Eieiei, das Spiel merkt jetzt sicher, ja, der hat was gekauft. Den können wir schon... Oh! Oh! Ich will da nur rauf, hey, come on! Boah, das ist jetzt schwierig, Leute. Das ist schwierig. Wow, 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 komm! Das ist halt blöd wirklich mit dem Einschätzen, weil ich noch immer nicht so gut einschätzen kann, wie schnell jetzt diese Figur eigentlich ist. Ich nenne es jetzt mal Figur oder mein Dieb besser gesagt. Oder Danny Online bei King of Thieves. Oh mein Gott, beim letzten habe ich es berührt. Ich habe es eigentlich berührt, aber es hat nicht gezählt. Gott sei Dank, Leute. 2 Sterne bekommen wir, 550 Gold und 11 Erfahrungspunkte. Ich habe am Anfang immer Glimmer dazu gesagt. Und wir haben jetzt auch schon das neue Verlies hier freigeschaltet. Es ist halt blöd, wenn man ein neues Verlies braucht und man hat noch kein neues freigeschaltet. Aber alles klar, die Diamantenmine arbeitet hier auch auf Hochtouren. 1 Stunde und 16 Minuten dauert das Ganze noch und wir werden hier gleich mal einen Gegner suchen. Vielleicht können wir uns hier noch einen Juwel irgendwo holen. Wir nehmen einfach das hier. Ja klar, schon wieder beim letzten Mal. Da bin ich jetzt... Es ist jetzt etwas fraglich, ob das Spiel das nicht so macht, weil es jetzt weiß. Ich habe hier Geld investiert. Oh... Leute, das war jetzt, das war irgendwie blöd. Wow, 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 come on! Yes! Wow, das war knapp, das war richtig, richtig knapp. So, bitte. Oh, er hat kein Juwel. Wieso habe ich gegen den überhaupt hier irgendwas gemacht? Der hat 2 Juwelen und es sieht nicht so schwer aus, jetzt diese zu bekommen. Jetzt, okay, wir haben noch 5 Schlüssel. Ja, heute zum Glück nicht beim letzten. Wow, wow, das haben wir gut gemeistert, Leute, das war richtig geil. So, und bitte, oh, gleich mal Stufe 6 aufgestiegen, auch nicht schlecht. Belohnung, 11 von den Dietrich und 5 Orbs. So, Juwel haben wir auch erhalten, das heißt, wir können jetzt wieder mal was verschmelzen. Was? Oh, das, hä, wann wurde hier gedreht? Habe ich das nicht gesehen? Okay, 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 ich will jetzt noch einen Juwel haben. Gebt mir meinen Juwel, was soll das? Oh, der hat schon das Verlies hier mit den 3. So, die haben alle keine Juwelen. Oh, der hat 2. Das sieht nicht so schlecht aus. Yes, dieses Mal gleich mal beim ersten Mal, Leute. Okay, von dieser Seite aus geht es anscheinend nicht. Aber hier geht sich, können wir spielen. So, und hiermit sollten wir das Ganze geschafft haben, eigentlich. So, ja, beim zweiten Versuch hat es ja geklappt. Wir bekommen trotzdem 3 Sterne, 4278. So, wir drehen hier nochmal. Ich will hier jetzt einen roten Juwel haben. Und da haben wir ihn den auch geklaut. Hat 370 Punkte. Ich nenne es jetzt einfach mal Punkte. Und das werden wir gleich mal verschmelzen. Start und dann gleich mal jetzt beenden, denn ich will hier auf Nummer sicher gehen. Wie gesagt... Orbs sind zum Ausgeben da und wir verlieren jetzt den letzten Zahn. Das heißt, wir müssen umziehen, aber zum Glück haben wir schon hier das nächste freigeschaltet. Ja, da ist es weg. Ja, wir müssen jetzt umziehen, Leute. Wir müssen hier umziehen. Gleich mal hier rein. Ansicht. Ja, ich muss das eh nehmen. Was bleibt mir auch über? Jetzt haben wir auch dieses Dschungelverlies und es sieht nicht so schlecht aus. Ich würde sagen, wir ziehen hier gleich mal ein. Jetzt dürfen wir wieder aussuchen, welche Waffen wir haben wollen. Aber so, beste Abwehr, brauche ich die wirklich? Nein, ich gehe nicht auf Nummer sicher, aber ich nehme hier das Billigste. So, da unten kommt man rein. Deswegen möchte ich... Nee.
Ja, Leute, lassen wir das einfach so. Ich meine, sie können mir jetzt zwar Gold klauen, aber sie können mir halt keine Juwelen klauen, weil wir hier ja noch nichts drinnen haben. Wir brauchen hier auch um einiges mehr. Und hier können wir uns auch noch eine Belohnung holen, weil wieder unser Trank voll ist. Welche nehmen wir denn? So, ich nehme einmal die hier. Okay, schon wieder diese Haselnüsse. Und das hier. Oh, ein Zauberbuch. Oder was auch immer ist. Sieht auch sehr selten aus. Das einmalige Rezept. Okay, was macht das eigentlich? Kann man das irgendwie nachsehen? Nein, anscheinend nicht. Aber Leute, ich würde sagen, ich beende dieses Video an dieser Stelle. Es ist sehr, sehr viel passiert. Wir haben hier ein neues Verlies freigeschaltet. Wir haben hier uns neu, also ein Angebot geholt, haben uns hier 250 Orbs geholt, also es ist eigentlich, ja, war ein gutes Video, finde ich. Falls es euch gefallen hat, nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben, und falls du neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo von dir freuen. Vielen Dank auf alle Fälle fürs Zusehen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video, bis dahin, macht's auf alle Fälle gut, Leute, und haut rein, ciao!